Ja, also der Kikun beschwert sich auch gerade, dass es überraschend einfach war. Ihr hattet wahrscheinlich einfach nur Glück. Wie immer. Ihr kennt ja den alten Spruch, das Glück ist mit den Rindviechern. Nein, Kschmarri, wie war das? Das Glück ist mit den Dummen. Nein, das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Oder? Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch ging. Schreibt's in die Kommentare. Ja, auch hier wieder ein Block, der mit Pisten hin und her geschoben werden muss. Ja, wie funktioniert das nur? Interessant, dass die ganzen Clocks nicht backen. Das ist wohl eher die unanfälligere Uhr. Die Clock, teilweise backen die ja, wenn man sie anmacht. Also das Level startet, dass dann die Uhr backt. Passiert des Öfteren. So, Kikun, wie war denn der Trick, dass das jetzt funktioniert hatte? Ja. Also ich glaube, der Kikun hat auch einen leichten Knoten im Hirn. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man da vorgehen muss. Der Kikun hat gerade festgestellt, dass ich nur dumm daherlabere, aber das hätte er eigentlich schon wissen müssen. Also er versucht jetzt gerade über das richtige Timing des Signallosschickens die Blöcke zu greifen. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Was hat er denn gemacht, dass das jetzt funktioniert hat? Also er hat das Timing tatsächlich so hingekriegt, dass es funktioniert hat. Ja, also Kikun befürchtet, dass das hier nicht mehr funktionieren könnte. Oh, ein Band, ja. Also wie nennen die Dinge immer Bänder? Ich habe keine Ahnung, ob jemand eine andere Bezeichnung dafür hat, aber im Endeffekt ist das einfach Pisten schieben, Blöcke in den Kreis. Und genau das versuchte Kikun jetzt dann umzusetzen. Ja. Ich frage mich auch gerade, wie das funktionieren soll. Also gut, wenn ich hier ein Signal drauf gibt, legen die beiden Pisten los, aber die... Auf was sollen die denn reagieren? Ach, da ja, tatsächlich diesen Block ausfahren, das sind Repeater. Könnte es sein, dass der goldene Block hier übergeben werden müsste? Hat die Frage ist, ob das jemals funktioniert hat. Also wir glauben, dass der Block eigentlich Position tauschen sollte, so Flip-Flop-mäßig. Aber ja, die Frage ist, ob er das damals getan hat oder getan hätte. Kann natürlich jetzt keiner sagen. Im Prinzip könnte es auch sein, dass hier einfach wieder ein ultra kurzes Signal nötig wäre, um den Block abzudocken. Ja. Also beim Block abdocken wird er übergeben. Ja, macht total Sinn. Minecraft ist so logisch.
es bluten einem die Ohren, wenn man daran denkt. Ja. Ist er überhaupt schon vorwärts gekommen? Ja, doch, tatsächlich. Also er muss noch eine Runde schaffen. Dann sind die beiden Goldblöcke in der Mitte. Numero uno. Und geschafft. Ja, also der Kikon stellt sich schon gar nicht schlecht an. Einerseits muss man sagen, er hat es ja schon mal gespielt. Andererseits muss man sagen, ist es ewig lang her. Und die Rätsel, wie gesagt, sind ja nicht so schwer. Dieses Rätsel hier ist... Also Kikon sagt, das ist das schwerste Level, das er nur durch Zufall, weil er es auch nur durch Zufall geschafft hat. Soweit ich weiß, war das Level auch wirklich schwierig und nervig. Im Endeffekt muss er durch, ja, durch Block-Updates, die er hiermit auslöst, Block-Updates hier auslösen, um die richtigen Pisten dazu bringen, sich auszufahren. Und es ist alles nicht so leicht, wie es vielleicht aussehen mag. Weil man natürlich nur begrenzte Schalter zur Verfügung hat. Man hat nicht unendlich viele Schalter, was die Sache schon wieder schwierig macht. Vor allem, wenn man die Reihenfolge falsch rum macht. Er hat drei Schalter momentan. Er braucht quasi einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Und deswegen ist es alles schwierig. Weil er natürlich die Schalter nicht überall hinsetzen kann, wo er sie gerade braucht. Unter Umständen. Ja. Also, genau, er hat jetzt diese beiden ausfahren lassen. Diese hier muss ich aber wieder einfahren. Ja, ich denke, das wird er schon hinkriegen. Der gute alte Kikon. Also ich glaube, ich wüsste jetzt schon, was ich machen muss, aber vermutlich läge ich damit auch falsch, weil es irgendwie zu einfach wäre. Jo, keine Ahnung. Also manchmal ist es so, also man muss dazu eine lustige kleine Geschichte erzählen. Am Ende, verrate ich schon mal, werden wir auf einen Raum stoßen, der einfach leer ist im Grunde genommen. Der ist da hinten. Und da soll man dann mit allen möglichen Redstone-Sachen, die man gekriegt, also die man gegeben, die man bekommt halt, soll man ein eigenes Rätsel erstellen. Und dann halt, keine Ahnung, Freunde oder wen auch immer herausfordern, das zu lösen. Und das hat natürlich der Kikon gemacht. Der hat ein Rätsel erstellt und ist dann mir zum Lösen gegeben. Und ich habe das dann super easy gelöst, weil ich einfach was ausprobiert habe, worauf er nicht gekommen ist, dass man das probieren könnte und dass das funktionieren könnte. Ha, er hat es geschafft. Ich gebe zu, es war Zufall. Ich dachte, ich brauche noch einen Zug. Also der Kikunde sagt, es war Zufall, dass es jetzt so funktioniert hat. Aber naja, der Witz auf jeden Fall war der, man kann auf Glas Redstone-Fackeln platzieren. Das hat er nicht bedacht. Und ja, es geht auch immer noch. Und diese Tatsache hat dazu geführt im Endeffekt, dass das Rätsel total leicht war. Und dann hat er ein riesiges fancy Rätsel gebaut. Und im Endeffekt war das aber total von Arsch. Hier was Lustiges Kleines, ne? Ihr kennt es ja vielleicht. Unser geliebte Monorail ist das im Prinzip, was er hier betätigen muss. Aber ist alles ohne, ja, richtige Schaltung. Das heißt, das hier ist alles so ein Klick- und Hau-Prinzip. Ja, also auch wirklich eher, naja, ein Rätsel möchte man es nicht nennen, ne? Ja, das Rätsel ist ihm auch noch gut bekannt, das kenne ich auch noch, das ist extrem scheiße, weil das sehr viel mit Timing zu tun hat, dass man das wirklich im richtigen Moment die Block-Updates auslöst und man muss super schnell sein.
im Endeffekt, ich kann es schon, ich meine, Kikon weiß, wie es funktioniert, von dem her verrate ich ihm jetzt nichts. Diese Glock löst hier ein Update aus. In dem Moment, wo dieses Update ausgelöst wird, muss man hier die Fackel dran haben, um den Block ausfahren zu lassen, weil dieser Block hier ein Update erzeugt. Ja. Und dieses Update muss man dann wiederum bei diesem Block nutzen. Und ja, das ist alles timingabhängig, weil eben die Glock bestimmt eben den Rhythmus, in dem man das machen muss. Und diesen Rhythmus zu finden ist nicht so leicht, vor allem weil man sich saumäßig beeilen muss, weil es ja dementsprechend lange dauert, bis die Schalter abgebaut sind, jeweils. Das ist mit einem Hauptproblem. Und ja, man muss natürlich dann auch den richtigen Block treffen. Wie gesagt, das ist halt das, was ich gemeint habe. Es kommt nur aufs Timing und nicht aufs Denken oder Können drauf an, sondern es ist wirklich nur eine Sache, ja, bewegt deinen Arsch schnell genug. Und das ist nicht so unsere Sache. Wir als alte faule Säcke sind natürlich da nicht so primär. Deswegen stellt sich der Kikon gerade auch an wie der erste Mensch. Aber wie gesagt, das wäre bei mir genauso, weil es wirklich ein beschissenes Rätsel ist. Geschicklichkeitsaufgaben, ja, bin ich auch nicht unbedingt der Fan von. Wenn es wirklich darum geht, ja, du musst denken und den richtigen Ansatz finden, um das Ganze zu schaffen, dann sage ich, coole Sache. Jetzt hat's geklappt. Ich bin einfach mehr der Fan vom Rätseln als vom Jump'n'Run oder ja, sowas halt, ist nicht so meins. Ja, das ist ein sehr großes Rätsel, wie man sieht. Das ist auch schon fast das letzte. Ja, im Prinzip, ja, muss man hier halt genau an den richtigen Stellen den Schalter platzieren, damit die richtigen Fackeln an sind und die richtigen Repeater aus. Ja, Trial and Error, sage ich dazu. Von dem her auch nicht unbedingt, ja, schwierig, sondern einfach bloß, man muss halt rumprobieren, bis man die richtigen findet. Das Interessante dabei ist halt immer zu bedenken, wie weit reicht das Signal der einzelnen Schalter, sodass ich mit einem Schalter halt immer die beiden richtigen Blöcke, weil diese hier, wo Repeater dran sind, dürfen hier keinen Strom haben. Diese hier, wo Fackeln dran sind, müssen hier Strom haben, damit das alles funktioniert. Und ja. So, er hat es schon geschafft. Also das ist die richtige Anordnung. Ja. Damit sind wir auch in dem letzten Raum, wo ich gemeint habe, wo man halt sein eigenes Rätsel bauen kann. Das Einfachste dabei ist einfach die scheiß Tür öffnen und dann kann man nämlich in den letzten Raum und das Ende sehen. Und das wird der Kiko noch schnell tun. Also schnell ist immer relativ bei ihm, muss man dazu sagen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Ich denke, dem Kikon ist nicht ganz klar, dass das nicht funktionieren kann, weil diese Tür muss Strom verlieren. Ja, ich habe es mir dann damals auch angeschaut. Ich finde es ganz interessant. Ich bin mir auch nicht mehr 100% sicher, wie das funktioniert hat. Und zwar ist hier unten diese Fackel. Und die Fackel muss aus sein, indem dieser Block natürlich Strom bekommt, damit die Tür sich öffnet. Ja. Was mir dabei nicht ganz klar wird. Kann es sein, dass die Fackel verpackt ist oder so? Sollte die nicht irgendwie ausgehen? Also irgendwie reicht der Fackel nicht der Strom, der durch diese Rail kommt.
Der ist wahrscheinlich Strom zweiter Klasse und die Fackeln brauchen aber Strom erster Klasse. Ja, wie auch immer, ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, wie die Türen ausgerichtet werden. Das heißt, ich kann ja die Tür ausrichten. Wenn ich eine Tür platziere, dann zeigt die Scharniere recht nach links. Wenn ich aber an der rechten Seite Blöcke habe, zeigt das Scharnier nach dahin. Aber ich glaube, die Tür reagiert trotzdem ja auf Strom an. Ja, ja, keine Ahnung, wie der die Türen gemacht hat. Auf jeden Fall reagieren die auf Strom aus. Und ja, das Video ist damit auch schon zu Ende. Wir waren tatsächlich so langsam wie Seth Bling in seinem Durchlauf. Also, ciao.